Hallo und willkommen zurück zu Bounty Train. Und das ist aber jetzt ein billiges, ja. Wir werden jetzt einfach mal schauen, dass wir hier ein bisschen Geld machen. Und dazu gucke ich jetzt erst einmal, was wir hier an Optionen hatten. St. Louis, also wir sind ganz im Westen. Mal eine Karte holen, hier. Ganz im Westen. Louisville, Indianapolis, Chicago sind nah dran. Das hier ist einfach nur rüber tuckern, 1320 abholen. Ja, und nach Louis, nach Chicago mussten wir sowieso für eine Quest. Sprich mit James Fisk über seine Anteile. Ach, das hier war eine andere Quest. Die will ich aber gerade nicht machen. Das hier will ich machen, weiterführen. Das ist will ich machen, aber wäre da ganz passend. So, dann fahren wir also nach Chicago. Das ist kein Problem. Die Strecke. Auch in 4 Tagen, da brauche ich auch nicht abgleichen. Pelze sind eh leicht. Annehmen. Die wollen Medizin und Alkohol. Müssen wir gerade gucken. St. Louis, habe ich mir das aufgeschrieben, ne? Alkohol. 16 Medizin. Ja. Waffen könnte man nach Memphis, aber das ist zu weit weg. Ne, das ist schon okay. Mit Pelze nach Chicago annehmen. So, können wir nach Chicago sonst irgendwas bringen? Mehr Pelze. Ich meine, nicht, dass sich das wahnsinnig lohnen würde, aber machen wir einfach mal. Und dann fahren wir auch direkt rüber. Chicago! Wohlstand in Jackson. Ja, da müssen wir wohl wieder Banditen abmurksen. Zack. Zack. Dahin. Und Feuer. Feuer. Ephraim. Die hat schon was abbekommen. Da kommen aber jetzt im ersten Rutsch doch eine Menge. Okay, nachladen. Hinterher. So, mit dem gehen wir mal rüber. Oh, der war schön. Sauber. Dann heilen wir hier mal gerade. So. Die nächsten werden wahrscheinlich von unten. Wahrscheinlich werden jetzt alle gleichzeitig kommen.
Da kommen sie. Löffel jetzt. Ist der nächste? Ne, ist der das noch? Aha. Kreuzfeuer. Da habe ich den Einsatz ein bisschen verpasst. Von da oben kommt aber auch noch was. Der ist wieder am Nachladen, der auch. Nochmal nachladen brauchen wir aber wahrscheinlich nicht. Stufenaufstieg. Überlebenskünstler. Ja. Nehmen wir. Wir haben da jetzt noch drei rumhängen. Da unten einen. Das könnte sich vielleicht noch lohnen. Der ist verendet. Wir können auch da angreifen. Ah, der ist weg. Ja, gut, da kam jetzt ein bisschen Sprengstoff. Das sollten wir dann auch. Na, die lassen wir mal nachladen da. Moment, sehe ich niemanden mehr. Die ist fertig. Dann geht die mal Pearl heilen. Niemand zu sehen. Dann kann Pearl zurückheilen. Da unten kommt wer. Und da oben ist auch wer. Und erledigt. Wunderbar. Da sind eure Pelze. Anlieferung von 16 Schmuck und 15 Medizin. Das klingt doch ordentlich. Chicago. 16 Schmuck. 15 Medizin. Dann sind es 60. Nach Louisville. Na, dann müssen wir gucken. Hier haben wir Wein liegen. Markt. Pelze lege ich jetzt einfach mal dahin. Wir reden aber jetzt mal mit dem Samuel. Gibt's was Neues? Ist James Berry endlich tot? Die Sache ist erledigt. Der macht ja keine Schwierigkeiten mehr.
Das wollte ich hören. Du wärst ein hervorragender Gesetzesmann, weißt du? Willst du nicht hierbleiben und dich mir anschließen? Klingt verlockend, aber nein, danke, Bruder. Nun dann nicht, aber du kannst trotzdem helfen, indem du in Ratshäusern nach aktuellen Steckbriefen schaust. Das werde ich. Und wieder 4% Aktien bekommen. Damit ist das abgeschlossen. Jo, dann... ja, hier die Missionen, die waren Schrott. Wobei, St. Louis wollte sogar 7 Alkohol und 16 Medizin haben. Ich glaube, dass... Da war ja jetzt keiner auf dem Weg. Ups. Das mache ich jetzt einfach mal. St. Louis. Hatten die irgendwas, was ich jetzt hier hinbringen kann? Nee. Aber ich könnte den Rest noch mit Stoffen voll machen. Die kann man da ganz gut verkaufen. Und hier wollen sie ja Medizin und das wird nicht funktionieren. Cincinnati wäre Medizin. Na, ich mach das mal so und der Rest Stoff, richtig? Ja. Stoff oder Öl. Stahl. Aber ich mach mal das hier. Ich glaube, vom Stahl würde das sowieso nicht wahnsinnig viel drauf. Gehen, oder? Na doch, klar. Naja, nicht wirklich. Zack. Und dann, oder hätten wir noch einen Auftrag gehabt? Ne, Louisville. Knoxville. Öl. 17 Stück. Aber Knoxville ist schon weit unten. Utica. In 8 Tagen. Das könnte sogar funktionieren. Das ist gar nicht so super weit. Es sind zwar mehrere Stationen, aber naja, das mache ich jetzt nicht. Machen wir das erstmal so. Und fahren wir rüber. Ja. Mhm. Können wir beim Gunsmith wieder Sachen verkaufen. Gleich die Pistolen. So, was ist das denn für einer? Der ist aber auch nicht besonders gut. Also, wollen sie immer noch ihren Alkohol? Jawohl. Da. Ja, jetzt wollen sie Medizin nur noch. St. Louis 16 Medizin. Und Chicago wollte 5 Medizin. Und Schmuck wollen sie auch. Louisville, von unten bekomme ich den Schmuck. Moment. Hier könnte ich 4 Schmuck kaufen, das macht aber wenig Sinn. Cincinnati. Cincinnati ist verhältnismäßig nah dran. Die sind 24. Die sind 16 in Knoxville. Und wir könnten auch in Cincinnati das hier kaufen. Was führt uns denn hier weg? Nach Memphis. Oh je. Yeah. Frachtraum, ja, okay. 10 Einheiten Stoffe nach Louisville. Das würde halt mehr oder weniger auf dem Weg liegen. Die verkaufe ich aber nicht. Die können wir eventuell auch eintauschen für eine Quest.
Dann kaufen wir mal zwei davon. Bei der Bank können wir dem schon mal nochmal 800 geben. Und dann bringen wir die 10 mal rüber. Mhm. 5 Tage, 8 Stunden, also easy peasy. Nach Louisville, was können wir da sonst noch rüberbringen? Öl. Damit sind wir jetzt natürlich deutlich langsamer, aber ich glaube, die 8 Tage, die würde man... 5 Tage? Das könnte vielleicht ein bisschen knapp werden. Ne, es passt wunderbar. Dann fahren wir mal rüber. Können wir da wieder unsere Baumwolle verkaufen, die ja keinen wirklichen Nutzen hat. Da. Nahrung wollen die haben in Louisville. 7 Nahrung. Mhm. 29.07.60. Philadelphia, Richmond. Gerüchte in New York. Ich glaube es nicht. Cornelius Silver hat doch tatsächlich den Bürgermeister für New York bestochen. Auf der letzten Stadtratssitzung hat er behauptet, dass sie sich mit Banditen abgeben. Märkte, Postämter, Bahnhöfe, man spricht in jeder Ecke über sie. Walter, Sie müssen vorsichtig sein. Diese Sache hat Ihr Ansehen schwer getroffen. New York verringert um 65. Naja, okay. Dann ist das halt so. Ja. Das könnte ich jetzt hier verkaufen. Wahrscheinlich macht das auch Sinn. Medizin nach Philadelphia. Philadelphia ist am anderen Ende der Welt und 5 Tage ist jetzt auch nicht besonders viel Zeit. Ich glaube, das würde ich da auch nicht schaffen. Es ist zu wenig Zeit. Die könnte ich verkaufen, ist ja auch schon nicht wenig. Na komm. Die hier kann ich auch eigentlich verkaufen, weil die drum nichts wert sind. In Cincinnati sind sie nichts wert. In Knoxville sind sie nichts wert. In St. Louis sind sie nichts wert. Also die wegzutransportieren ist komplett sinnlos. Ja, was machen wir dann hier? Louisville? Ich glaube, Cincinnati hatte ich extrem günstige. Oder Knoxville. Aber Cincinnati kriegen wir auch die Medizin, die wir gut brauchen konnten. Wie viel ist Medizin im Gewicht? 0,25. Das heißt... Moment... 0,25 mal 18 wären 4,5. Das wären 8. Das würde sogar gehen mit Medizin. Ja. Wäre die Fahrt natürlich noch sinnloser. Nach Cincinnati, das ist nebenan. Mhm.
Dahin könnten wir die 8 Werkzeuge bringen. Naja, 5. Machen wir das mal. Den Wagen muss ich jetzt mal gerade umsetzen. Mhm. Kommen wir da hoch. General. Ja, wahrscheinlich. Achso, das war noch nicht mal der Beste. Der Mogul war besser. Ach, hier haben wir auch nur 24 Medizin. Was wollten die jetzt hier? Cincinnati. Pelz nach Chicago. Standard Washington. 12 Stoffe. Cincinnati, 12 Stoffe. Ritter Okt, 63. Medizin nach Louisville. Wollen alle Medizin. Aber 260 ist halt da jetzt auch nicht besonders viel. Na, wirklich viel Gewinn werden wir wahrscheinlich sowieso nicht machen dadurch. Bam. Wir brauchen auf jeden Fall 1 Kohle. Ja, ich könnte die nach Chicago bringen, 360. Oder nach St. Louis. St. Louis wollte nur 16 Medizin haben. Naja, ne, es lohnt nicht. Ja, dann fahren wir mal rüber. Konnte man wo noch kaufen? Detroit. Knoxville. Knoxville ist ein bisschen weiter weg. Chicago wollte die haben. Vielleicht wäre es sinnvoll, zuerst das mit dem 16 Schmuck zu machen. Weil die halt einfach mehr wert sind. Und mehr Gewinn abwerfen dürften. Ja, ob ich die jetzt kaufe oder später, macht da keinen Unterschied. Moment, wir sollten Chicago 16 Schmuck, dann packen wir mal 2 weg. Packen hier 2 Medizin schon mal rein. Okay. Haben wir noch Detroit. Wohl. Na, mehr Kohleverbrauch. Ja, ich bräuchte einen besseren Zug, damit ich da die auch ein bisschen austauschen kann, wenn es geht. Da haben wir sogar Medizin.
Moment, ich kann auch mal gerade gucken, was die hier wollten. Die Trolls. Ja gut, die 5 Minuten haben wir. Werkzeug und Öl. 7 Öl. 07 Okt. 63. Okay. Aber Kohleverbrauch ist jetzt nicht unbedingt das Schlimmste. Ah, schon wieder die. Turret ist busy. Nachladen. Quatsch. Uns gestiegen. Heiler vollmachen. Flup. Dann können wir den auch mal gerade heilen. Hatte ich mit dem angefangen? Nee. Mit wem hatte ich denn? Kanonier noch gar keiner, okay. Ja, das ist eigentlich auch egal. Lolole. Da kommen sie. Der kann man da nicht mehr erreichen. Wir haben da eine Granate auf den eigenen geworfen. Da geht dann wieder ganz gut was ab. Okay, die wechseln mal gerade.
Oder? Der kann da auch so schießen. Wunderbar. Noch zwei. Die darf nachladen. Der hat nachgeladen, dann darf er das auch noch nachladen. Da kommen sie. Fokussieren wir uns mal auf unten, weil der wird die vermutlich eher noch umpusten können. Den. Der läuft rüber. Dann laufen wir auch rüber. Sauber. Ein Gewehr bekommen. Das ist natürlich auch eine. Ja, eine nette zusätzliche Einnahmequelle, sage ich mal. Ja. Anlieferung Medizin. Die wollen die Schätze nicht mehr haben. Das ist schade. Sehr unfortunate. Ja, das geht auch auf 11 hoch. Okay. So, dann nehmen wir 11. Ja, das war nicht so wie intended. Anlieferung Medizin. Öl nach Knoxville? Nö. Nö, nö. Wir können aber. Ja, wir könnten wieder zurückfahren nach Cincinnati, da dann die Medizin holen. Und Cincinnati. Die wollten Stoffe haben. 12. Detroit wollte 7 Öl, aber 7. Die hier nicht. 6. Toll. Ja, dann bringen wir denen die Stoffe vorbei. Machen wir hier wieder Zwischenstopp. Und dann gehen wir dann auch mal in die Bank. Das macht keinen Sinn, weil ich meine Wagen vollgeladen habe. Montgomery. Hotel in Montgomery. Wo ist Montgomery? Ganz im Süden. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Wie viel Medizin wollten die da? 15 Medizin, da habe ich aber jetzt zu wenig für. Also wenn wir die 11 nehmen würden. Das waren 2. Detroit will 15 Werkzeug. Das Öl hat sich erledigt.
Wir haben auch zu wenig Ansehen für. Ja, fahre ich einfach weiter. Ach so, Bank, 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 Bank. Jawohl. Ja. Schön Geld. Erwerbt Daniel Drews Anteile in Detroit. Das war dieses mit den... Mit 20.000. Das war das mit den Hotels ersteigern. Startpreis 1.550. Montgomery ist aber auch schon sehr weit unten. 17 Tage, da wird es wahrscheinlich schon halbwegs knapp. Wenn ich jetzt mit Stoffen runterfahren würde, was ja sehr leicht ist. 9 Tage. Ja, doch, ich mach das mal. Geld einzahlen. Machen wir jetzt hier nur minimal. 4.000. Und dann machen wir hier die Quest. Immer ihre Anteile. Ja, gibt's noch was anderes? Ersteigere 3 Hotels in anstehenden Auktionen. Das wird schwierig, aber nicht unmöglich. In Knoxville ist auch eine. Okay. Ja, selbst wenn die Mission nicht erfolgreich werden sollte, würde ich wahrscheinlich dann die Hotels behalten können, was auch kein Drama dann wäre. Oh, hier waren Stoffe. Ja, okay. Hatten die sonst noch was? Werkzeug. Werkzeug können wir nicht kaufen, oder? Nee. Das wird ja auch manchmal. So, dann fahren wir erstmal runter nach Cincinnati. Ernsthaft? Stoffe. Annehmen. Abgeben. Pelze nach Chicago, Washington. 7 nach Louisville. Da fahren wir jetzt hin. 2 Tage, 16 Stunden. Das ist kein Problem. Nehmen wir an. Das Problem mit dem Leistungsverlust ist jetzt natürlich, da überhaupt nur rechtzeitig anzukommen. 14 Tage. Es geht noch. Louisville, kann ich da irgendwas Leichtes hin transportieren? Was wollten die denn zuletzt? Achso, wir waren jetzt in Cincinnati, da habe ich die Stoffe abgegeben. Das ist erledigt. Louisville wollte 7 Nahrung. Das ist doch okay. Medizin. Brauchen wir eine Kohle mehr. Aber jetzt 10 Tonnen maximal Dings da verloren. Alles Gute.
An Detroit hätten wir noch den einen Typen mitnehmen können. Auch kostenlos anheuern. Da nehmen wir mal Intelligenz jetzt dazu. Was war das für eins? Magazingröße 1. Ja. Louisville, wir fahren jetzt nach Knoxville als nächstes. Und dann nach Atlanta. Da haben wir jetzt hier nichts von. Okay. Wir haben hier unten wieder unsere Baumwolle. Können wir einfach verkaufen. Die Quests in Louisville waren jetzt beide erledigt. Naja, ist auf jeden Fall erledigt. In Knoxville hatte ich mir nichts aufgeschrieben. Dann machen wir eine Leerfahrt dahin. Jawohl. So, dann wollen wir mal an der Aktion teilnehmen. Anlieferung von 10 Stoffe. Stoffe. 20. Okt 63. Und von den Sachen sind die aber jetzt wieder uninteressant. Atlanta und Montgomery haben wir nicht. Jawohl. Start. Naja, deutlich günstiger als die 20.000 wird das dann wahrscheinlich auch nicht. Vor allen Dingen habe ich jetzt da schon wieder ordentlich Geld verbrannt. Da habe ich jetzt eigentlich nicht mit gerechnet, dass das so teuer wird. Naja, wir haben noch ordentlich Zeit, aber ich bräuchte dann wahrscheinlich für die eine Auktion das Geld dann noch. Okay, wir fahren jetzt nach Atlanta runter. Was will Atlanta? Nahrung und Nahrung maximal. Da könnten wir drauf bauen. Aber das lohnt sich eigentlich nicht. Da können wir besser sogar eine Leerfahrt machen. Oder könnten wir in Montgomery was verkaufen? Atlanta wollte zuvor Werkzeug haben, das können wir natürlich hier vergessen. Wir haben aber hier auch nichts, was wir großartig kaufen können, außer Schätze, die wir eventuell in Montgomery verkaufen könnten. Wir wollten zuletzt Tabak und Pelze haben, aber das ist schon so lange her, dass das irrelevant ist. So wahnsinnig viel Gewinn macht das auch nicht. Ja, fahren wir leer runter. Jetzt müsste ich hier warten. Das macht keinen Sinn, also fahren wir direkt weiter.
Nahrung hätten wir hier. Ja, wenn ich das habe, kann ich erstmal wieder ein bisschen verschnaufen. Die wollen jetzt doch Schmuck haben. 15 Schmuck. Bezahlen aber nicht so wahnsinnig gut eigentlich. 24. Okt, 63. Und 13 Nahrung. Ja, es macht eigentlich, also Nahrung lohnt sich nicht. Ja gut, aber wir wollen ja die Auktion gewinnen. Ich hoffe mal, dass die jetzt nicht mein ganzes Geld auffrisst. Aber es scheint schon nah dran zu kommen. Sind auch alle im Rennen. Ja, okay. Ja, der bietet jetzt noch einmal, sonst wäre er schon weg. Und weg ist er. Gut, das war jetzt nicht so teuer wie das erste, aber immer noch teuer. Mhm. So, dann können wir hier jetzt aber erstmal hingehen. Und das Ding reparieren lassen. 4 Tage. Wobei, 1 Tag 6 Stunden, dann hätten wir zumindest die Schäden beseitigt. Ja, machen wir das erstmal. Gut. Ja, dann spulen wir wieder die Zeit vor. Ja, wenn jetzt eine Auktion kommt, die würde ich dann erstmal nicht machen können. Nicht bevor ich neues Geld bekommen habe. Oh, da habe ich jetzt geschlafen, glaube ich. So. Die wollen 15 Einheiten Schmuck in Montgomery. Das ist so weit weg. Die hätten Schmuck, was super teuer ist. Aber noch Knoxville könnte ich. Die haben aber auch nur 10. Das wäre ein Risiko, das macht auch keinen Sinn. Nach St. Louis. Baumwolle hochfahren. Elf Tage. Das ist schon ein ziemliches Stück. Da könnten wir aber in 5 Tagen sein. Die Baumwolle wiegt nichts.
Na gut, die brauchen wir halt. Ich denke, das würde sich lohnen. Baumwolle nach St. Louis. Dann machen wir das mal. Dann fahren wir jetzt erstmal wieder nach oben. ...15 Schmuck. Gut, ja, dann... Ja, und Nahrung, das kann ich ja nicht. So, denn... Dings... Atlanta bin ich gerade nicht vorbeigekommen. Die würden Werkzeug wollen, was sie aber nicht haben. Und, alles andere ist hier Mumpitz. Das ja mitzunehmen macht auch keinen Sinn. Gut. Hier haben wir Barbier und Hotel. Jetzt bekommen wir zumindest, bis da wir die abgeben, bekommen wir noch ein bisschen mehr an Einnahmen. Haben wir erstmal... Oh. Gut, dass ich niemanden habe einsteigen lassen. Wenn die anderen nur gefehlt hätten, dann hätte das eventuell bei einem Banditenangriff kritisch werden können. Ich will, dass du da reingehst. Ach, wir hatten... Moment, der musste erst raus. Okay, verstehe. Gut, dann werde ich hier auch erstmal wieder einen Schnitt machen. Und dann werden wir beim nächsten Mal hoffentlich diese Mission abschließen mit den Hotels. Und dann können wir eventuell die mit dem Cincinnati-Dingen noch machen. Und dann sind wir auch über 30%. Aber ich brauche auf jeden Fall mehr Geld. Na gut, schauen wir beim nächsten Mal weiter. Bis dann!